Das macht Nala. 1. Während der Konzerte. Tourgeheimnis um Helene Fischers Baby gelüftet. Helene Fischer und ihr Partner Thomas Seitel stehen bei ihrer Tournee zusammen auf der Bühne. Ihre Tochter ist während der Shows in ihrer Nähe. Letzte Woche startete Helene Fischer, 38, in Hamburg, D., ihre erste Tournee seit 5 Jahren. Für einen Gänsehautmoment sorgte der Auftritt mit ihrem Partner Thomas Seitel, 38. Zusammen zeigten sie zum Lied Hand in Hand eine Nummer an den Strapaten. Während ihres Auftritts passten Helene Fischers Eltern auf Fischers Tochter Nala, 1, auf. Wie die Sängerin wohnten die Eltern im Luxushotel Fontenay. Oma Maria und Opa Peter Fischer sollen laut Bild beim Spaziergang mit Nala an der Hamburger Alster gesichtet worden sein. Das Kind könne schon laufen und hatte Spaß beim Herumperlen am Gewässer. Gemäß der Zeitung habe sie einen pinken Einteiler, Stiefelchen und ein weißes Mützchen getragen. 70 Konzerte auf dem Programm. Ob die Großeltern auf der ganzen Tour mit dabei sind, ist nicht klar. 70 Konzerttermine umfasst die Tour der deutschen Sängerin, bis Oktober ist sie unterwegs. Vom 19. bis 24. September macht Helene Fischer auch im Hallenstadion Zürich Halt. Florian Silbereisen, er bricht sein Schweigen, endlich gibt es Gewissheit. Gute Nachrichten für die Fans von Florian Silbereisen, endlich kehrt er wieder auf die feste Showbühne zurück. Florian Silbereisen, um ihn wurde es still. In der Schlagerwelt wurde in den vergangenen Monaten Florian Silbereisen, 41, schmerzlichst von seinen Fans vermisst. Normalerweise steht er alle paar Monate auf der feste Showbühne und heißt die Creme de la Creme des Schlagers bei sich willkommen. Doch nach der Ausstrahlung von Jürgen Drews, 78, Abschiedsshow, ist es ruhig um Flori geworden. Er war in der letzten Zeit eher mit dem Drehen neuer Traumschifffolgen beschäftigt. Während Silbereisens Abstinenz, schlief die Konkurrenz nicht. Giovanni Zarella, 45, und Beatrice Egli, 34, sind mit ihren eigenen Formaten derzeit präsenter als der feste Showmoderator und drohen ihm den Rang abzulaufen. Erst am kommenden Samstag, 15.4, darf Beatrice zum ersten Mal ihre Beatrice Egli Show im Ersten präsentieren. Zur selben Sendezeit, wie sonst auch Florian. Und auch Giovanni Zarella steht mit einer neuen Ausgabe seiner Giovanni Zarella Show für nächste Woche schon in den Startlöchern. Jetzt füllt sich der Eventkalender noch mehr, denn auch der Ex von Helene Fischer wird bei den Schlagershows wieder mitmischen. Florian Silbereisen, endlich kommt er wieder zurück. Die Fans sind bei diesen Neuigkeiten wahrscheinlich ganz aus dem Häuschen. Florian Silbereisen kehrt nach monatelanger Abstinenz wieder auf die feste Showbühne zurück. Im Interview mit der Bild bestätigte der Schlagerstar nicht nur, dass es in diesem Jahr wieder einen Schlagalbum geben wird, sondern er bereits am 1. Juli 2023 ein Open Air moderieren darf. Zusätzlich zum Schlagerboom in Dortmund gibt es zum allerersten Mal ein Open Air in Kitzbühel, mit einer Bühne mitten im Stadion. Das Open Air Event soll auch auf dem ARD und ORF ausgestrahlt werden und zahlreiche Künstler wie Andreas Gabalier, Howard Carpendale, DJ Ötzi sollen auf der Bühne stehen. Ob die Sendung live ausgestrahlt wird oder verspätet, ist bisher nicht bekannt. Dennoch ist eines klar, Florian Silbereisen freut sich schon riesig, das wird gigantisch. Ich kann es kaum erwarten.